Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht's um die Wildschleife. Wem das jetzt gerade aktuell ein bisschen zu trocken ist, ich weiß, manchmal oder man braucht oftmals eigentlich solche Dinge gar nicht so häufig, wenn man dann tatsächlich irgendwie in Blueprints drin ist. Aber ich möchte es euch ganz kurz zeigen und dann geht's auch schon in relativ kürzester Kürze weiter mit wieder spannendem und ja nicht so theoretischem Grimmskrams hier. Aber trotzdem, man braucht es hin und wieder und man braucht es auch eigentlich in jedem Game mindestens einmal. Deswegen möchte ich euch es ganz kurz zeigen. So, ich habe hier schon mal die For- und die For-Each-Loop weggeschmissen. Wir schauen uns heute die While-Schleife an, also While-Loop. Deswegen, wenn ihr sucht, nach Loop suchen. Und schauen uns dann noch ganz kurz an, was Breaks sind. Das heißt, wir schauen uns die For-Schleifen mit Breaks an. Okay. Was wir jetzt hier drin haben, ist im Prinzip auch wieder so ein Loop-Body, der uns irgendwas ausgeben soll. Und wenn wir was completed haben, das heißt, wenn diese Schleife zu Ende ist, also wenn diese Bedingung hier vorne nicht mehr gilt, danach soll eben diese Rotation hier von der Türe, die wir uns irgendwann früher mal zusammengebaut haben, ausgeführt werden. So, wir brauchen natürlich auch ein Event, der das Ganze triggert. So. Und jetzt müssen wir irgendwas machen. Was machen wir jetzt? Wir haben hier weder irgendwelche Indizes, mit denen wir laufen können. Wir haben hier nur diese Condition und das ist ein Boolean. Naja, was machen wir? Okay, wir können uns hier eine Bedingung selbst zusammenschrauben. Sowas wie, ich baue mir jetzt hier mal ein Integer. Und das ist ein Integer. So, und diesen setze ich einfach mal am Anfang. Please compile the blueprint. Diesen setze ich am Anfang einfach mal auf 10. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt euch eine Bedingung bauen aus so ziemlich allem. Und jetzt möchte ich hier einen Getter haben. So. Less or equal. So. Jetzt sehen wir hier unter, nicht unbedingt unter dem, was ich hier wollte. Okay. Wir nehmen den hier. Und gucken einfach mal nach kleiner. So, wir haben hier jetzt die Möglichkeiten unter Math und Integer. Wir können da auch einfach mal von Hand reingehen. Math, Integer. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu berechnen. Aber vor allem wollen wir hier diese Operation benutzen. Also kleiner, kleiner gleich, größer oder größer gleich. Irgendwelche Vergleiche. Denn die liefern uns am Ende einen Boolean zurück. Boolean, ihr erinnert euch, Wahrheitswert, das heißt, er gibt mir entweder wahr oder falsch zurück und daraus kann ich mir dann so eine Schleife basteln. Ich nehme jetzt einfach mal den Wert, wenn Integer kleiner Integer ist. So, gut, also das heißt, solange ein Wert, komm schon, solange ein Wert kleiner ist als 10, wir fangen an mit 0. Aber Achtung, wir brauchen hier noch eine zweite Variable und die ist am Anfang, die könnt ihr auch theoretisch unter den lokalen Variablen haben, aber die haben wir hier gerade nicht. Das heißt, wir müssen kompilieren, damit wir hier was eingeben können. Am Anfang ist das Ding 0. So, und jetzt sagen wir hier, solange meine Variable 1 kleiner ist als meine Variable 2, führe die While-Schleife aus und nur so lange. So, jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. 0 ist ja immer kleiner als 10. Das heißt, diese While-Schleife wird unendlich oft ausgeführt. Das ist eher uncool. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Wir hätten jetzt aktuell gerade eine Endlosschleife geschaffen, denn also das bedeutet, wir würden es niemals schaffen, hier, dass dieses Print-String zu Ende geht. Wir würden bis zur Unendlichkeit, wir können uns eigentlich gerade mal kurz angucken. Ich bin gespannt, wie die Unreal Engine das so hinkriegt. Wir können uns angucken, wie dieses Ding aussieht. So, jetzt achtet auf die linke obere Ecke. Oh, ja, achtet lieber nicht drauf. Okay. Errors und Warnings reported. Naja, gut. Also es wird einfach unendlich lange ausgeführt. Euer Spiel hängt sich auf. Das sind die großen Bugs, von denen immer alle reden. Also da ganz, ganz vorsichtig sein, weil diese Bedingung hier immer wahr ist, wird der Loop-Body für immer ausgeführt. Das heißt, das geht einfach nur schief. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieses komische Ding hier, dass diese Bedingung irgendwann mal falsch wird. Und deswegen sagen wir hier im Normalfall, wir wollen diesen Integer 1, die New var 1, größer machen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen die New var 1 erstmal getten. Und dann wollen wir sie erweitern, also vergrößern, um zum Beispiel Math
Integer. So, was wollen wir denn damit machen? Wir wollen sie größer machen. Und zwar nicht nur um 1, sondern vielleicht gleich um 2. Wenn wir sie nur um 1 größer machen, dann kommen wir wieder bei der Vorschleife raus. Das könnt ihr gerne mal machen. Bastelt euch mal aus einer Vorschleife, die durch dieses Array hier geht, bastelt euch da mal eine While-Schleife draus. Ist ein bisschen mehr Aufwand. Die For-Each-Schleife ist die bequemste. Die Vorschleife ist ein bisschen bequemer. Und die While-Schleife ist die unbequemste. Aber das ist eine super Übung, um diese While-Schleife wirklich super zu verstehen. Bastelt das euch mal da draus. So, was wir hier machen ist, wir wollen diese New War 1 um 2 erhöhen. Das heißt, am Ende kommt das, was drin steht, raus, plus 2. So, jetzt müssen wir das aber noch irgendwie speichern. Und deswegen sagen wir hier, hey, wir wollen jetzt die New War 1 ersetzen. Ups, das wollte ich so nicht. Und zwar durch einen Setter. So, und da brauchen wir jetzt den Event und einen neuen Wert. Der neue Wert soll ja nicht irgendwie fix sein, sondern der soll sich immer dynamisch ändern. Und hier sagen wir, okay, dieses Setzen wird ausgeführt, nachdem wir den String ausgegeben haben. So, und jetzt geben wir mal nicht das hier aus, sondern wir geben hier die New War 1 aus. Ja, ich weiß, das wird jetzt gerade ein bisschen ungewöhnlich, aber wir wollen das jetzt nicht mit dem Array machen, sondern ich möchte euch zeigen, was der Inhalt der New War 1 ist. Wie gesagt, am Anfang ist der 0 und der wird sich immer wieder vergrößern. Okay, so, was jetzt passiert? Wir gehen das Ganze nochmal ganz kurz durch. Wir vergleichen am Anfang, wenn diese While-Schleife ausgeführt wird. Ist mein Wert in der New War 1, der am Anfang 0 ist, ist der kleiner als 10? Das können wir eigentlich rausmachen, das ist irgendwie immer 10. Den verändern wir auch nicht. Ist dieser Wert kleiner als 10? Falls ja, wird dieser Loop Body ausgeführt. Falls nein, gehen wir den Strang zu Completed entlang. Und der Loop Body besagt, wir geben die New War 1 aus. Einfach so, das ist ja völlig legitim, da können wir machen, was wir wollen. Und wenn wir das gemacht haben, damit wir keine Endlosschleife produzieren, erhöhen wir die New War 1 um feste 2 und setzen diesen Wert wiederum in unsere New War 1. So, und was jetzt passiert ist, wir haben im nächsten Durchgang 0 plus 2 gerechnet, am Anfang ist das ja 0, plus 2 macht dann wiederum hier, speichern wir hier rein, das heißt, wir haben jetzt hier 2 drin stehen. Jetzt überprüfen wir, ist 2 kleiner als 10, es gilt immer noch, also geben wir 2 aus. Und erhöhen wieder um 2, das heißt am Ende steht 4 drin, ist 4 kleiner als 10, ja und so weiter und so fort, bis wir dann hier bei ist 10 kleiner als 10 ankommen und 10 ist offensichtlich nicht mehr kleiner als 10, sondern gleich groß und deswegen gehen wir hier den Completed-Strang entlang. So, wir kompilieren das Ganze mal und schauen uns das einfach mal in-game an. Das ist jetzt sehr theoretisch, aber das muss man leider auch machen. So, und wir sehen hier 86420. Wir geben es irgendwie wiederum falsch rum aus, warum weiß ich auch nicht. Ach so, doch, natürlich, ich weiß warum, ja, habe ich rausgefunden, habe ich aber letztes Mal irgendwie verpeilt. Wir geben zuerst den Wert aus und wenn dieser Wert ausgegeben ist, dann rutscht der nach unten und der nächste Wert wird ausgegeben. Der rutscht nach unten, der nächste Wert wird ausgegeben, deswegen steht der größte Wert oder der letzte Wert immer ganz oben, aber wir gehen eigentlich von vorne nach hinten durch. Das heißt, wir geben zuerst 0 aus, dann 2, dann 4, dann 6 und dann 8. Sorry, wenn ich da letztes Mal ein bisschen Verwirrung gestiftet habe, wir gehen eigentlich richtig rum durch. Also, war meine Verwirrung, nicht eure. Okay, sehr schön. Ja, und das ist im Prinzip auch schon die While-Schleife. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ich weiß, im Prinzip ist das Ganze eine Vorschleife, die von 0 bis 10 läuft, allerdings immer einen Wert überspringt. Wenn wir hier ein plus 1 draus machen, dann können wir das Ganze auch mit einer Vorschleife darstellen. Dann hätte die While-Schleife in dem Fall keinen Sinn mehr. Gut, jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, was Breaks sind. Okay, das sollte ich nicht suchen. Ich suche erstmal Loop with Break. For Loop with Break. So, First Index. Ja, und der Break ist jetzt hier ein weiterer Event. Das heißt, wir können sagen, soll ich das jetzt wirklich hier löschen? Ja, ich lösche es. Okay, ich lösche das alles einfach mal wieder. Den Print String lassen wir mal drin. Jetzt sind wir wieder bei einer For-Loop, das heißt, wir müssen den ganzen Krempel mit Integer nicht mehr machen. So, und jetzt sagen wir hier, pressed, wenn dieses Ding gedrückt wird, dann führen wir diese For-Loop aus. Ganz normal unsere For-Loop von, keine Ahnung, 0 bis 10 oder sowas. Na, wir brauchen länger, ich glaube, wir brauchen mindestens bis 100, sonst können wir das uns nicht angucken. Weil ich muss ja auch irgendwas tun. Und wenn ein weiterer Event eintritt, dann breaken wir das Ganze. Das heißt, wir unterbrechen unsere Vorschleife. Und ja,
Wenn sie completed ist, dann geht sie hier wieder unter Play rein. Okay, und den Index geben wir aus. Mal schauen, ob ich schnell genug bin, sozusagen. Aber wahrscheinlich reicht mir das nicht. Wir können es uns aber mal kurz angucken. So, wir gehen hier rein und ja, okay, ich bin nicht schnell genug, leider. Aber ja, okay, ich schaff's nicht. Man muss dann sozusagen möglichst schnell ein Event triggern. Und wenn dieser Event passiert, dann wird diese Schleife abgebrochen. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, nur bis 50 ausgegeben haben und ich lasse eh schon wieder los, dann wird nur bis zu 50 insgesamt ausgegeben. Und die anderen 50 bleiben halt einfach auf der Strecke sozusagen und wir gehen direkt den Completed Strang entlang. Wenn wir aber hier diesen Event nicht bekommen, nicht rechtzeitig bekommen, bevor wir die For Loop durchgeführt haben, dann wird einfach die ganze For Loop ausgeführt und danach der Completed Strang gemacht. Das ist eigentlich auch schon alles. Ich packe das hier mal wieder so schön hier rein, wie wir es die ganze Zeit hatten und den Part lösche ich wieder, denn wir brauchen hier tatsächlich keine For Loop dafür. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mit diesen Schleifen rumzuspielen. Im Prinzip ist das hier auch so eine Art Schleife. Könnt ihr euch mal überlegen, wie diese Rotation Animation zustande kommt durch eine Schleife. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.